Da kommen Emotions auf. Corando Emotions. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und heute stelle ich euch ein ganz neues Fahrzeug vor, und zwar den Corando Emotion aus dem Hause SsangYong. Ja, SsangYong ist ein koreanischer Autobauer, die es schon seit längerem gibt. Und sie haben den Corando, den es bereits als Verbrenner schon gibt, als Elektro auf den Markt gebracht. Und den werde ich euch heute mal zeigen. Ein großer Dank geht an das Autohaus K&B Fischer aus Sichenhausen, die mir den SsangYong Corando Emotion zur Verfügung gestellt haben. Ja, warum habe ich jetzt den Corando Emotion neben den IONIQ 5 gestellt? Schlicht und ergreifend einfach deswegen, weil diese beiden Fahrzeuge fast die gleichen Außenmaße haben. Wir reden hier wirklich von 2 cm Unterschied, welche der IONIQ 5 in den Außenmaßen größer ist. Natürlich haben wir im Innenraum des IONIQ 5 ein geräumigeres Verhältnis, da ja die Plattform speziell für den Elektroantrieb entwickelt wurde. Und hier handelt es sich ja quasi um eine Basis, die eigentlich auf dem Verbrenner basiert. Ja, aber ich will euch ihn trotzdem vorstellen jetzt erstmal. Und zwar, es ist ein Fahrzeug, was mich sehr begeistert hat. SsangYong ist natürlich jetzt ein Name, den vielleicht einige von euch noch gar nicht gehört haben oder vielleicht jetzt erst in Zusammenhang mit der Elektromobilität kennengelernt haben. Es ist ein Automobilhersteller aus Korea, der schon seit über 20 Jahren Autos baut und auch schon länger in Deutschland vertreten ist. Ich habe von dem Autohaus K&B Fischer aus Sichenhausen, was gar nicht so weit weg von mir ist, habe ich das Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen, denn die haben eine SsangYong-Vertretung zusammen mit Suzuki. Und ja, der SsangYong Emotion. Es ist ein Kompakt-SUV. Mit gigantischen Maßen, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn man neben dem Auto steht, merkt man, das ist ein richtiger Panzer, ist das. Aber er ist sehr schön designt. Es ist eine tolle Linienführung vorne und auch brillante Akzente überall drin sitzen. Also erstmal von der Form her, wir merken hier, ihr seht schon, ich meine, ich bin wirklich 1,92 groß, wir haben jetzt hier eine Kuhle, wo ich stehe, aber die Haube ist sehr hoch. Also er wirkt auch von vorne und von der Seite extrem bullig. Die Form jetzt hier an der Front ist sehr schick gemacht, gerade mit dem Metallic, das leuchtet jetzt hier in der Sonne wunderschön und auch diese ganzen Blau-Akzente in den Scheinwerfern. Sieht grundsätzlich ziemlich geil aus, es beißt sich natürlich jetzt hier mit der Außenfarbe Blau, gerade hinten werden wir das gleich nochmal sehen, aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Und ja, insgesamt hat er einen, ja ich sage jetzt mal so ein bisschen die Aufmachung von eher so einem von Jeep. SUV, so ein bisschen die Form, weil er ist doch sehr hoch und hat eine sehr, sehr lange Motorhaube. Aber wir haben auch hier mit einem Radstand von fast 2,70 Meter wirklich ein sehr, sehr großes, langes, geräumiges Fahrzeug. Und das merkt man auch im Innenraum, wozu wir gleich kommen werden. Das Fahrzeug bringt 1840 Kilogramm auf die Waage, womit es natürlich um einiges leichter ist als der IONIQ 5, der ja die gleiche Größe hat, aber doch etwas schwerer ist als der iWace, der sogar noch etwas größer ist als der Corando Emotion. Eine Motorleistung haben wir hier von 140 kW. Das entspricht in etwa 190 PS, die uns auch ganz gut vorwärts bewegen. Wir haben einen Vorderradantrieb. Es gibt ihn nicht als Allrad hier in der Elektrovariante, beim Verbrenner weiß ich es gerade gar nicht genau. Und ist aber von der Leistung her wirklich mehr als ausreichend, meiner Meinung nach. Ein Riesenvorteil, was SsangYong von Anfang an wirklich auch bekannt gemacht hat, ist, dass das Fahrzeug eine Anhängelast mitbringt. Und nicht nur irgendeine, sondern wir haben hier 1,5 Tonnen Anhängelast bei dem Fahrzeug. Die sind von Anfang an in den Papieren drin. Die Anhängerkupplung kann man sich bei den entsprechenden Händlern jederzeit nachbauen lassen, also nachrüsten lassen. Das ist eine praktische Sache, denn Anhängerkupplung bei Elektroautos ist ja immer noch so ein Thema. Und 1,5 Tonnen, das ist auch schon ein ordentlicher Wohnwagen, wenn man das möchte. Deswegen
Einfach nur klasse finde ich das. Kommen wir doch zu ein paar Details bezüglich des Elektroantriebs. Wir haben hier eine Batteriegröße von 61,5 Kilowattstunden. Damit ist er etwas unter dem Kona, der ja quasi 64 Kilowattstunden hat. Und die Batterie ist flüssig gekühlt und sie hat sogar eine Batterieheizung. Wie die angesteuert wird, weiß ich aber leider nicht. Und das Fahrzeug ist laut Hersteller mit einer Reichweite WLTP von 330 Kilometern angegeben. Ich gebe nicht so viel auf Reichweiten, weil es ist immer sehr abhängig. Man kann das natürlich überbieten, man kann das unterbieten. Es ist abhängig von dem, wie man das Fahrzeug benutzt, unter welchen Bedingungen und so weiter. Allerdings ist das für dieses große Fahrzeug schon mal eine tolle Angabe. Und allein aus der Form heraus und der Akkugröße kann ich mir das schon bilden, dass wir hier doch deutlich über 200 auf jeden Fall sind. Und der Akku ist größer als beim iWace. Das Fahrzeug gibt es in drei Ausstattungsvarianten. Wir haben einmal Bronze, das ist die unterste Ausstattung. Dann haben wir Platinium, das ist die mittlere. Und wir haben Titanium, das ist quasi die Vollausstattung. Und hier macht sich insbesondere natürlich auch der Preis nochmal bemerkbar. Wir haben die Bronze-Ausstattung, die beginnt bei 38.900 Euro. Und die Platinium bei 41.990 und Titanium, quasi Vollausstattung, die bekommt man dann ab 45.590 Euro. Bei den Preisen kann man die Förderung noch abziehen, denn das Fahrzeug ist voll förderfähig. Und was natürlich noch ein Highlight ist, wir haben in allen drei Ausstattungsvarianten eine Wärmepumpe, was den Verbrauch natürlich nochmal senkt. Die Unterschiede der einzelnen Ausstattungen kann ich euch mal so grob runterleiern. Also wir haben schon wirklich sehr, sehr viel in der Basisausstattung, also in der Bronzeausstattung. Allerdings für viele vielleicht so ein bisschen Nachteil wäre, dass wir Halogenscheinwerfer vorne haben. Denn wir bekommen erst ab der Titanium-Ausstattung bekommen wir LED. Aber ab der Platinium haben wir ein Lederlenkrad, eine Kofferraumabdeckung, getönte Scheiben ab der B-Säule, Teilledersitze, eine Mittelarmlehne hinten, Sitzheizung vorne, Einparkhilfe, die Lenkradheizung, ein DAB- und MP3-fähiges Radio mit 9 Zoll Display, eine Wireless-Charging-Ladestation für unser Smartphone in der Mittelkonsole und wir haben eine 220-Volt-Steckdose hinten vor der Rücksitzbank. Diese kann 200 Watt leisten, ich habe schon mal geschaut und das ist für die mittlere Ausstattung schon mal sehr viel, würde ich sagen. Natürlich, wenn man jetzt nicht so viel braucht oder so, das Fahrzeug für andere Zwecke benutzt, dann reicht auch die Bronze-Ausstattung. Das will ich gar nicht alles auflisten. Das könnt ihr dann auch gleich mal sehen, was in dem Fahrzeug sowieso schon alles drin ist. Aber da sind massig Dinge drin, die bei anderen Herstellern definitiv einen Aufpreis kosten. Ja, aber wir haben ja auch noch die Titanium-Ausstattung. Das ist quasi die maximale Ausstattungsvariante. Die ab 45.590 Euro. Dann haben wir noch einen Totwinkelassistent, einen Spurwechsel- und Parkassistenten, einen Ausstiegswarner. Wir haben vorne im Armaturenbrett ein Ambilight drin, also ein Ambientelicht, was das Armaturenbrett linienförmig nochmal schön betont. Zudem haben wir dieses Licht auch noch in den Tür- und Armlehnen. Und wir haben Ledersitze. Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar. Wir haben vorne für die beiden Sitze eine Sitzlüftung zu der Sitzheizung, also wie man es auch aus dem Ioniq und aus dem Kona kennt. Und wir haben LED-Scheinwerfer, wie ich schon bereits erwähnt habe. Das ist natürlich immer noch für den Preis eine super Sache, denn wenn man jetzt hier mal knapp die 9.600 Euro abzieht, sind wir weit unter 40.000 Euro. Und es ist viel Auto, was man dafür bekommt, ohne Mist. Aber ich will euch das Fahrzeug jetzt mal von innen zeigen, denn von außen habt ihr ja alles gesehen. Wir haben ja auch noch eine Dachreling, wo wir auch einen Dachträger befestigen können, denn wir haben ja auch eine Dachlast. Und das macht es natürlich noch flexibler, gerade hier als Dachzeltnomade oder halt als Camper oder auch Surfer oder was weiß ich. Ich meine, wenn ich gucke in Norwegen, da fährt jedes Auto irgendwie mit einer Dachbox rum. Der Trend geht auf jeden Fall zu maximaler Beladung. Und stopp, bevor ich nach innen gehe, zeige ich euch noch, wie es mit dem Laden aussieht des Fahrzeugs, denn das Elektrofahrzeug muss ja auch geladen werden. Das findet hier statt. Wir haben hier die Ladebuchse. Das ist ja wie beim Audi e-tron auch oder beim Porsche Taycan. Die Stelle ist bei den meisten Ladestationen kein Problem, aber natürlich nicht für alle ideal. So, wir haben hier oben die Möglichkeit, wir können Typ 2 laden.
Hier haben wir leider nur eine einphasige Lademöglichkeit mit 32 Ampere, so wie wir es von dem Ioniq Vorfacelift, Facelift und auch von dem ersten Koda-Modell kennen. Ja, da sind sie halt noch mal ein bisschen zurückgegangen quasi, vielleicht aus Kostengründen. Auf jeden Fall haben wir hier nur eine einphasige Lademöglichkeit. Das heißt, an einer Wallbox mit 11 kW laden wir nur mit 3,6 und an einer Wallbox mit 22 kW laden wir mit 7,2 kW. Reicht trotzdem aus, wenn man das Fahrzeug über Nacht vollladen möchte. Zudem haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, wir können das Fahrzeug schnell laden über CCS standardmäßig. Hier hat der Hersteller noch nicht viele Angaben gemacht. Angeblich wären es 80 Kilowatt, die wir laden können. Auf jeden Fall gibt er an, dass wir von 20% Batteriestatus auf 80% in 33 Minuten laden können. Das ist eine gute Zeitangabe, aber das werden wir noch herausfinden. Da mache ich ein separates Video zu und das verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Da könnt ihr mal nachschauen. Ansonsten so viel zum Thema Laden. Und jetzt gehen wir erstmal nach innen. Und wenn wir das Fahrzeug öffnen, dann sehen wir schon, dass hier die Verarbeitung richtig ordentlich gemacht wurde. Also sieht echt schick aus. Wir haben hier die Türverkleidung, alles sehr schöne Materialien ausgewählt worden, finde ich. Und auch die ganzen Knöpfe richtig schön designt. Vor allem, also hochwertiger geht es nicht, ne? Chromgriffe und Chromumrandungen um die Fensterheber. Einfach nur klasse. Wir haben hier unten sogar zwei Getränkehalterungen quasi für eine große Flasche und vielleicht noch für was Kleineres. Super klasse. Und die Lautsprecher. So, sieht also schon echt klasse aus. Dann sehen wir auch hier die Sitze. Ich meine, hier ist mein Schatten so ein bisschen dabei, weil hier halt viel Sonne ist. Aber ihr seht schon die Sitze. Wir haben die Perforierung. Es kommt einem alles bekannt vor von Hyundai so ein bisschen oder Kia. Ist halt koreanisch, ne? Wir haben den Fahrersitz elektrisch verstellbar und sieht echt schön designt aus, weil die Perforierung hier oben so ein bisschen ausläuft. Sieht aus wie so ein kleiner Sternenhimmel, ein bisschen. Ja, ansonsten, was auf jeden Fall auffällt erstmal, ist dieser riesengroße, ja, Einstieg. Also wirklich, man steigt hoch in das Auto ein, es ist ein hohes Auto und trotzdem hat es nicht viel an Bodenfreiheit verloren, obwohl ja noch die Batterie irgendwo da unten drunter steckt. Das ist echt schick gemacht. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich gerade mal rein. So, und die Sicht jetzt hier aus meiner Fahrerposition ist natürlich auch sehr angenehm, sehr hoch. Man sieht sogar noch die Motorhaube noch, was ich immer sehr, sehr ansprechend finde. Und auch hier tolle Akzente mit dem leichten Metallic Blau drin. Echt schön gemacht. Was mir sofort auffällt, ist, wir haben hier auch diesen Klavierlack, wie ich ihn auch im Tesla habe. Sieht schön aus, sieht auch wertig aus, aber es ist auch ein Staubfinger so ein bisschen. Also man muss dann am besten ein Mikrofasertuch immer in Griffweite haben, damit es auch gescheit aussieht. Ja, Lenkrad fühlt sich gut an, sieht auch gut, schön aus mit den Nähten hier gemacht. Also an sich, ja, würde man jetzt wahrscheinlich gar nicht erwarten, wenn man jetzt den Hersteller SsangYong erstmal hört. Aber wirklich, ihr könnt mir glauben, es fühlt sich gut an, sieht auch toll aus, ne? Wir haben auch hier, es ist nicht das klassische Hardplastik, sondern wir haben hier wirklich einen Soft-Touch, worauf wir viele Wert legen, aber dennoch lässt sich es gut abwischen. Das ist besser als ein Tesla, da kriege ich den Staub gar nicht mehr wegstellenweise, aber könnte in etwa das gleiche Material sein wahrscheinlich. Was auch interessant ist, wir haben ja hier so ein leichtes blaues genarbtes Material, was hier noch soft ist und es geht quasi in die Tür über. Es ist optisch das gleiche Material, aber hier ist es hart. Stört mich jetzt nicht. Aber ist interessant, dass das hier trotzdem optisch gleich ist. So, hier sehen wir auch die Ladefläche für das Smartphone bei Wireless Charging. Hier haben wir den Startknopf, der ist etwas tiefer. Normal sitzen die immer so neben dem Lenkrad, aber hier in dem Fall sitzt es hier unten. Und da haben wir auch Sitzheizung, Sitzkühlung. Tolle Sache. Immer wieder begeistert davon. Neben dem Schalthebel, der hier so ein Knüppel ist, haben wir noch Knöpfe für den Drive Mode und etc. Und ja, parken ist der Knopf hier und vorwärts, rückwärts muss man immer seitlich drücken und entweder nach vorne oder nach hinten. Prima. Rückfahrkamera natürlich auch standardmäßig drin. Und ja, sieht jetzt ein bisschen wüst aus. Irgendwie sieht der Staub hier in der Sonne noch schlimmer aus. Also ich drehe gerade mal das Auto aus der Sonne raus, glaube ich. Okay, so spiegelt es einfach nur. Aber hier haben wir die Klimaeinstellung und zwar, wir haben eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Das heißt, der Beifahrer kann eine separate Temperatur haben vom Fahrer. Und hier, ja, alles standardmäßig und wir können die Heizung auf, mit einem Schlag auch ausmachen. Wunderbar.
Die Mittelarmlehne lässt sich auch verschieben hier. Und man kann sie auch öffnen und hat da drin auch mal ein mittelmäßig großes Staufach. Auch hier ist dran gedacht worden, einen Brillenhalter, einen Brillenetui zu integrieren. Warum nicht, wenn der Platz doch da ist? Ich muss sogar sagen, so ein kleines Highlight ist für mich dieses Handschuhfach, weil es einfach riesig ist. Schaut mal, wie tief das ist. Also es wirkt vielleicht gar nicht so hoch, aber es ist wirklich, da passt auch eine 2 Liter Cola Flasche rein, die man einfach reinschieben kann. Und dadurch, dass hier nochmal so eine Ausbuchtung ist, würde auch sogar der Flaschenkopf noch versenkt werden. Dann kann man hier noch Ladekarten unterbringen und Ladekarten kann man auch hier oben noch einfügen. Also das ist ein richtiges Elektroauto, Leute. Ja, und für die einzelnen Menschen, die wissen wollen, wie die Hupe sich anhört, wie bei jedem anderen Auto. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das Fahrzeug auf der Rückbank aussieht. Ich habe den Fahrersitz auf mich eingestellt, auf meine Maße. Und ja, ihr könnt sehen, ich kann sogar die Knie bewegen. Und ich bin 1,92 groß, ich kann es immer wieder nur sagen. So, auch die Füße passen unter den Sitz, wunderbar. Heute komplett in Grau, wie ihr seht. Sogar die Socken sind grau. Und ja, hier sehen wir auch direkt auffällig die Steckdose. Sogar mit Kindersicherung. Die hätte ich als Kind aber, die hätte ich geknackt. Ja, hier haben wir eine Steckdose mit 200 Watt. Da können wir locker mal einen Laptop anschließen oder ja, kleinere Geräte auf jeden Fall. Ansonsten, das ist natürlich geil. Wir haben hier oben erstmal die Kopfschütze einstellen. Obwohl ich meine Haare sogar hochgestylt habe, sitze ich problemlos hier und kann auch meinen Kopf nach hinten lehnen, was ich in den wenigsten Autos machen kann, weil hier einfach wirklich das Dach weit bis hinten hingeht und dann erst sehr steil nach unten. Bei den meisten SUVs ist es ja so, dass es schon wirklich früh anfängt, flach zu werden. Auch beim IONIQ 5 übrigens wird es sehr schnell flach und dann berühre ich mit meinem Kopf die Decke. Das ist hier sehr, sehr angenehm. Und wie beim IONIQ 5 kann man hier auch die Rückenlehne noch mal etwas verstellen, dass es noch komfortabler wird. Deswegen ist auch der Rollo hinten verstellbar oder neu einhängbar. Ziemlich coole Sache. Sitze sind noch sehr neu und hart. Wir haben hier aufgrund der Titanium-Ausstattung eine Mittelarmlehne. Die dürfte sogar schon beim Platinum dabei sein. Und da haben wir auch noch mal 2 Getränkehalter drin. Interessant ist auch, dass hier vorne sogar Fächer drin sind. Und auffällig ist natürlich, hier haben wir noch einen Mitteltunnel, quasi den Kardantunnel, weil wir ja vom Verbrenner ursprünglich kommen, ist ja hier etwas abgeflacht, aber dennoch da. Das heißt, wenn man in der Mitte sitzt, müsste man die Füße nach rechts und links packen wahrscheinlich, was aber auch geht. Man muss sie ja nicht hier oben drauf stellen. Ne? Das geht schon. Ja, wie gesagt, hinten ist sehr geräumig. Wir haben sogar LED oben als Deckenleuchte. Das kriegen die wenigsten hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben sogar viele, viele neue Autos immer noch mit Halogen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz nach hinten. Und da fährt auch gerade das Autohaus vorbei und kontrolliert, ob ich anständig arbeite. Ne, die machen hier gerade Probefahrt. Ich sage ja, es ist wirklich nicht weit weg von hier. Aber kommen wir erstmal zum Kofferraum. Und wo ich gerade den Kofferraumdeckel hier sehe, wir haben hier einen Aufkleber drauf. Da weiß ich auch, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Und zwar, wir haben vom Hersteller eine 7-jährige Garantie auf das Fahrzeug. Und das schließt auch 150.000 Kilometer Laufleistung mit ein. Das ist für einen Hersteller, der vielleicht jetzt nicht so bekannt ist oder so groß ist, natürlich eine Ansage, würde ich es mal sagen. Also wirklich, hier haben wir scheinbar einen Hersteller, der überzeugt ist von seinem Fahrzeug. Was eigentlich immer der Fall sein sollte. Egal. Von hinten das Fahrzeug habt ihr ja schon mal gesehen, eben in den Einblendungen. Er ist sehr steil gemacht, was aber natürlich einen Vorteil bietet, und zwar von der Größe. Der Kofferraum geht manuell auf, aber das ist völlig in Ordnung, das spart Kosten. Und es spart nicht Reichweite, wie ich es letztens bei irgendeinem Video gesehen habe von Automotorsport oder sowas. Da hat wirklich einer gesagt, der Kofferraum geht manuell auf, das spart Reichweite. Und das war nicht mal ein Spaß. Leute, glaubt so einen Mist bitte nicht. Ich öffne mit der Hand. Ist ja okay. Spart Strom bei der Reichweite und das geht auch ein bisschen schneller als eine elektrische Ladeklappe. Bevor wir... Gut, zum Kofferraum. Da es hier so dunkel ist und die Kamera das gerade nicht drauf kriegt, drehe ich gerade das Auto mal rum, damit die Sonne da reinscheint. Da wir hier die Titanium-Ausstattung haben, haben wir natürlich auch den Parkassistent dabei. Das heißt, wir können per Knopfdruck auf dem Schlüssel das Fahrzeug einfach umparken.
Voila! Wunderbar! Dann können wir jetzt wunderbar den Kofferraum von hinten filmen. Dann öffnen wir mal den Kofferraum und wir haben ein Volumen von 551 Litern. Das Volumen ist natürlich inklusive dem Fach, was darunter ist, denn wir haben hier noch die Möglichkeit, was darunter zu verstauen. Da ist richtig viel Platz drunter. Wir können diese Deckel aufklappen, dahinter den Deckel können wir auch aufklappen. Wir können auch, also man fängt andersrum an, weil man fängt mit dem an, man schiebt das nach hinten und kippt die nach oben und kann das dann quasi, ich habe das jetzt nicht so schön gemacht, glaube ich, so genau so. Und dann hat man die aus dem Weg und hat wirklich nochmal hier eine richtig tiefe Ladefläche. Das gibt nochmal locker, ich würde mal sagen, 25 bis 30 cm. Hier passt auch mehr als nur ein Ladekabel rein. Hier ist es die Original Box von dem Notladeziegel, wo wir an der Schoko-Hausarzt-Steckdose laden können. Das passt alles problemlos hier rein und noch vieles, vieles mehr. Man kann auch den Kofferraum so lassen. Dann hat man natürlich noch viel mehr Stauraum. Und wir haben sogar noch die Möglichkeit, hier unten drunter ist auch noch mal, wir haben hier noch mal ein Styropor, was wir rausnehmen können. Da haben wir noch mal ein bisschen Platz. Das lohnt sich aber nicht, das rauszunehmen. Denn hier sind auch noch so Teile drin, die also für Pannenset und sowas gebraucht werden. Ja, aber wir haben ordentlich Platz, würde ich sagen. Dann haben wir jede Menge Zurösen und Haken, wo wir ja die Ladung auch sichern können. Wir können das Licht sogar separat nochmal ausmachen im Kofferraum. Allerdings haben wir hier eine Glühbirne. Auf der anderen Seite ebenfalls die Zurösen und eine 12 Volt Steckdose, wo wir auch nochmal eine, ja, welche Geräte anschließen können. Zum Beispiel eine Kühlbox, die wir im Kofferraum stehen haben. Super praktisch. Und wenn wir das wieder haben wollen, den ganzen Platz hier, ziehen wir das einfach wieder hoch und schieben das hier rein. So. Also ich bin wirklich begeistert, was da noch für ein Platz drunter ist. Hier oben haben wir einen Rollo, den wir einhängen können. Der ist auch erst ab einer bestimmten Ausstattungsvariante dabei. Diesen Rollo können wir wie beim IONIQ 5, man merkt, dass es Korea ist, auch nochmal verschieben. Die Rücklehne kann man umklappen. Ich nehme gerade mal den Rollo raus. Und wir klappen die Rückenlehne um. So. Und wir sehen, wir bekommen da eine fast ebene Fläche. Wenn ich jetzt hier von der Seite nochmal schaue, sind die Kopfstützen natürlich noch, die liegen auf dem Polster auf. So, das ist jetzt nicht hundertprozentig eben. Aber ihr wisst ja, ich gucke immer, kann man in dem Auto schlafen, ne? Ich weiß, interessiert vielleicht viele nicht, aber vielleicht auch doch manche. Deswegen hüpfe ich doch einfach mal kurz rein. Machen wir das am besten. So. So, ich passe auch auf mit meinen Schuhen. Und ja, also die Sitze sind natürlich jetzt noch nicht eingestellt. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht so viel Platz, weil die Sitze müssten nach vorne gefahren werden. Aber es ist eine Liegefläche da. So. Für so einen langen Lulatsch wie mich. Natürlich nicht jetzt auf den ersten Moment optimal, aber ist da. Und diese hohe Kofferraumkante. Ich stelle mir gerade vor, wie man hier so am Strand sitzt, hat so ein bisschen ein Dach über sich und kann einfach die Beine baumeln lassen. Das geht bei meinem Tesla zum Beispiel nicht, weil der Kofferraum ganz anders gebaut ist. Aber gut, das haben wir bei vielen Autos so. Schaut mal, wer sich da hinten gemütlich regelt. Das ist cool. Das ist echt mega geil. Wie gefällt dir es? Das ist super, das ist riesengroß. Vor allem, man kann hier unten ja noch mal tiefer gehen. Also was will man eigentlich mehr? Sau geil, ne? Für Leute, die so einen ebenerdigen Kofferraum mögen und für Leute, die noch mal mehr reinpacken wollen, das ist perfekt. Ja, wenn sie das sagt. Riesen Kofferraumvolumen, das sind über 1000 Liter auf jeden Fall jetzt. Und da kriegt man auch problemlos eine Waschmaschine rein, denn die Öffnung hier ist auch gigantisch hoch und groß. Tolle Sache. Sehr brauchbar. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Part. Und zwar, wir fahren mal mit dem Auto. Uhu! Okay, reinspringen geht gar nicht, weil er einfach so hoch ist. Gut, so sieht die Armatur aus hier. Und jetzt haben wir natürlich auch die verschiedenen Fahrmodi, wo wir
dann nochmal die Optik so minimal angepasst bekommen, eigentlich nur die Farbe. Ja, bekannt, ganz klar, wenn wir beschleunigen, geht es im Power-Bereich. Wenn wir bremsen oder halt den Fuß vor dem Strompedal nehmen, geht es in den Charge-Bereich. So, und dann können wir hier auch noch die Anzeigen verändern, und zwar können das hier links das Sacho anzeigen lassen, nochmal auch so ein bisschen manuell, und rechts die Verbrauchs- oder ja, Beschleunigungsanzeige, wie auch immer. Und ein großes Highlight, was viele Autos nicht haben, wir haben hier vorne nochmal eine Navigationskarte drin. Das heißt, wir haben sie jetzt hier in groß und hier auch nochmal in groß. Also wirklich, das ist groß. Geil, also nicht schlecht. Und wenn wir jetzt hier irgendwo hin navigieren, bekommen wir das hier drin angezeigt. Und wir haben trotzdem noch alle wichtigen Anzeigen. Nicht schlecht, also das muss ich schon sagen. Nicht übel. So, haben wir noch eine Anzeige? Ah, genau. Und dann können wir noch die ganzen Einstellungen hier tätigen. Aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, das wäre ein separates Video wert. Unten sehen wir, unten sehen wir noch die Prozente und unsere Reichweite oben rechts in ganz groß. Was nicht auch noch eine feine Sache ist, wir haben direkt hier angezeigt, was wir gerade an Strom verbrauchen, da die Heizung aus ist, beziehungsweise die Klimaanlage. Natürlich nichts. Jetzt machen wir sie mal an, weil wir sitzen hier schon in der Sonne. Müsste dann auch gleich mal was kommen. Seht ihr, dann fährt auch schon hier die Wärmepumpe an und die Klimaanlage läuft. So, und was wir hier unten in der Mitte sehen, wofür viele einen OBD-Adapter brauchen, jetzt habe ich die Sonne natürlich ganz blöd drin. Genau, so. Und zwar, wenn wir losfahren und wenn wir bremsen, sehen wir da, was gerade vom Motor verbraucht wird oder halt rekuperiert wird. Unten sehen wir die Stromanzeige, was gerade hier die ganzen Lichtanlagen oder Sitzheizung etc. verbraucht. Also die ganze Anzeige, die sonst immer auf dem Hauptdisplay ist, haben wir jetzt hier in klein. Finde ich ziemlich cool. Gut. Unser Infotainment. Oh, das sieht extrem staubig jetzt aus, weil wir gerade in der Sonne stehen. Ja. Das habe ich auch gesucht, die Ladung. Klingt gut. Wir können das Laden planen. Das ist jetzt echt ein bisschen extrem staubig hier. Sehr gut. Wir haben USB-Funktionen. Wir können Musik hören, wo ich gerade lade. Wir haben ja vorhin auch nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Und ja. Wir können ebenfalls begrenzen, wie viel wir aufladen wollen. Bei DC-Ladung oder auch bei AC-Ladung, das heißt, wenn wir nicht über das 100% laden wollen, dann können wir das natürlich auch verändern, indem wir hier nur bis 10% laden wollen. Das habe ich auch noch bei keinem Auto gesehen. Also wenn man jetzt nicht voll laden möchte, sondern immer nur bis 10%, dann ist das doch super. Witzig. Das ist früher, ich tanke nur für 20 Euro. Genau. Okay. Macht sogar Sinn, wenn man jetzt überlegt, wenn es irgendwo besonders teuer ist und man braucht einfach nur ein bisschen was und will deshalb aber mal kurz irgendwo hingehen, geht man sicher, dass es nicht mehr lädt und nicht mehr kostet dann halt. So, dann kann man auch noch den Ladestrom reduzieren. Das kennen wir auch vom Ioniq und vom Kona. Da können wir das auch einstellen, wie wir beim AC aufladen, an der Typ-2-Ladestation oder bei der Steckdose. Nachdem ICCPD ist ja quasi unser Notladekabel im Kofferraum. Und das andere wäre eine Ladestation. Da können wir das auch nochmal reduzieren, wenn wir jetzt langsamer laden wollen. Ja, viele, viele Funktionen haben wir hier, aber die gehe ich in einem separaten Video ein. Wir wollen jetzt erstmal fahren. Tolle Sache, die mir sehr gut gefällt, ist natürlich, wir haben hier Rekuperationspedals, so nenne ich sie jetzt mal, Schaltwippen. Schaltwippen ist aber auch falsch eigentlich. Also wir können die Rekuperation, die Rückgewinnung der Energie, wie beim Ioniq, beim Kona und beim Niro, über diese Pedals hier am Lenkrad einstellen. Wir haben da drei Stufen. Ja, nur drei. Und zwar Stufe 1 ist dann quasi, wenn wir vom Strompedal gehen, rekuperiert er ganz leicht. Und auf 2 etwas mehr und auf 3 Maximum. Mehr haben wir nicht. Wir haben keinen Leerlauf. Wir können hier nicht rollen. Wir haben lediglich die Möglichkeit, ja,
auf niedriger Regulationsstufe zu segeln. Leerlauf habe ich bisher auch noch keinen gefunden. Es gibt hier eine Möglichkeit, natürlich den Abschleppmodus reinzukriegen, aber das ist, glaube ich, nicht für die Fahrt gedacht. Aber da das Gewicht hier doch relativ hoch ist, rollt der bergab auch auf niedriger Stufe relativ gut. So. Insgesamt ist es auch das Ansprechverhalten ja, ein bisschen ruppig, aber ich glaube, da muss man sich dran gewöhnen. Dafür, dass ich jetzt gerade auf Komfort fahre, ist er noch ziemlich ja, giftig am Strom, würde ich mal so sagen. Und wir haben ja noch den Sportmodus. Hört ihr das? Das ist der Blinker. Das ist ein sehr ungewöhnliches Geräusch eigentlich. Also so eins hatte ich noch nicht bisher. Gewöhnt man sich bestimmt dran, ist aber im ersten Moment erstmal ein bisschen befremdlich. So, wenn wir jetzt mal außerorts ein bisschen Gas geben, jetzt fahre ich mal 100, ja. Also er ist ziemlich schnell auf den 100. Und auch wenn der andere vielleicht andere Ansicht sind, meiner Meinung nach läuft der genauso wie der IONIQ 5 mit Heckantrieb. Ja, Scheinwerferhöhe können wir auch verstellen hier. Wir können auch das Licht dimmen. Alles Standard, was sein soll. Ne? Auch schön, dass das Display hier mattiert ist. Es ist nicht glänzend vom Infotainment. Das heißt, es spiegelt deutlich weniger. Könnte man aber auch mit der Folie natürlich ändern, wenn man es jetzt ins Feuer geklänzt hätte. Also, dass er summt, während wir stehen, das ist schon ein bisschen nervig. Weil wir stehen ja, wir sind ja keine Gefahr für niemanden. Das heißt, es muss kein Summgeräusch da sein. Wenn ich in P gehe, dann geht es weg. Aber das ist ja auch keine Lösung. Ja. An sich ist auch das Geräusch relativ laut. Das Außengeräusch, das VES, nenne ich es jetzt einfach mal, so heißt es ja bei Hyundai. Ja. Visual Engine Sound System. So, ich fahre jetzt gerade mal so 110 hier und gehe mal so ein bisschen in die Kurven. Also SUVs sind ja eigentlich, also sind ja hohe, weich gefederte Autos. Das würde ich jetzt auch nicht vergleichen mit meinem Model 3. Aber direkt genug, würde ich sagen. Und komfortabel. Also das Ansprechverhalten ist nicht so, dass er jetzt anfängt zu schaukeln. Wenn ich jetzt mal rechts, links mache, gut, klar, das geht eigentlich. Ein bisschen rechts, links mit dem Gas spiele. Also für mein Empfinden, für ein SUV, was anderes würde ich jetzt nicht erwarten. Gut, dann wollen wir mal beschleunigen. Wir stehen jetzt hier und sind im Sportmodus und beschleunigen mal hoch. Ah, ab 50 hat er nochmal so einen leichten Schub. So, und schon haben wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Mehr als 164 zeigt er auch normalerweise nicht an. Ja, das Auto liegt gut auf der Straße, die Federn sind sehr komfortabel. Auch in den Kurven. Er schaukelt nicht. Klar kippt er, weil er die Feder etwas weicher ist als jetzt bei einem ja, sportlicheren Fahrzeug oder so. Aber es ist trotzdem sehr gut handelbar. Auch wenn man jetzt mal rechts, links hier ein bisschen hin und her schaukelt. Klar, er neigt und kippt, aber man hat nicht die Angst, dass es ausbricht. Natürlich bin ich jetzt nicht auf einem Fahrübungsplatz, dass ich jetzt irgendwelche Ausweichmanöver oder sowas teste, aber was halt doch auffällt, ist, dass er in der Gasannahme sehr empfindlich ist. Gerade jetzt im Sportmodus war es extrem. Wenn man dann irgendwo am Abbiegen ist oder am Wenden, dann kann es ganz schnell mal passieren, dass die Räder mal durchdrehen oder dass man mal einen Satz nach vorne macht. Da muss man entweder sehr viel Gefühl entwickeln oder dann doch lieber auf Komfort oder Eco fahren. Aber das kenne ich vom Eniro auch. Der war auch immer sehr, sehr im Ansprechverhalten, sehr, sehr direkt. So. Ansonsten Beschleunigung echt fühlt sich gut an. Mehr würde ich nicht verlangen. Was mir auch positiv auffällt, ist, dass es hier im Innenraum sehr leise ist. Also jetzt mit meinem Tesla Model 3 der ersten Generation verglichen, ja, ist es hier deutlich leiser. Ich fahre jetzt gerade so, wie gesagt, 115.
Man hört zwar Windgeräusche, aber es ist für ein Auto jetzt in der Preisklasse doch ordentlich gedämmt. Und auch beim Türzuwerfen hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man eine Blechdose hat, wie ich es bei der Renault Zoe manchmal empfinde. So, jetzt mal so 120. Könnte ich mir als angenehme Reisegeschwindigkeit auch vorstellen. Okay, der Blinker ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja genau, auf Komfort fährt er sich doch etwas angenehmer von der Beschleunigung her, wenn man jetzt nicht will, dass der Beifahrer einem irgendwann über die Füße bricht. Gut, dann will ich nochmal die Assistenzsysteme testen. Den Spurhalteassistent mit dem Cruise Control, also quasi der Tempomat noch dazu. Und so, hier sind jetzt 70 erlaubt, er fährt jetzt 70. Ich habe die Hände natürlich bereit, aber ich will ja wissen, wie er sich verhält jetzt bei 70. Ne? Und das Fahrzeug jetzt genau in der Mitte von der Spur. Behalten Sie Ihre Hände am Steuer, ja, das weiß ich. So, gucken wir, wie er lenkt. Wie gesagt, wir fahren jetzt 70. Das ist jetzt nicht schnell, aber ist auch nicht mehr erlaubt. Okay, war jetzt sehr weich. Ah ja, und so nach 20 Sekunden fängt er dann an zu meckern. Und dann reicht es, wenn man den einfach berührt. Gut, dann gehen wir jetzt mit der Geschwindigkeit hoch auf 100. So. Und lassen ihn mal fahren. Hier kommt eine Linkskurve. Fährt er die? So. Ja, jetzt auch eine Linkskurve hier. Das Fahrzeug wirklich exakt eigentlich in der Mitte der Fahrspur. Das ist quasi eine Verbesserung zum Vor-Facelift Ioniq auf jeden Fall. Auch die Dauer des Warnintervalls, weil die kam ja da wirklich nach 10 Sekunden. So, guck mal, kommt mit Gegenverkehr. Ja. Okay, mit 100 in diese Kurve weiß ich nicht, ob ich das will, aber... Oh, okay, hat er nicht gemacht. Hat er aber einfach abgebrochen, also das war jetzt auch nicht schön. Er hat einfach aufgegeben und ist einfach gerade ausgefahren. Also wie gesagt, Hände immer am Lenkrad lassen, auch beim Assistenzsystem. Und gut, die Kräfte, die das Lenkrad bewegen dürfen, sind ja beschränkt. Er merkt auch, wenn er die Linie überfährt. Aber bei engen Kurven, da muss man halt ja, dabei bleiben. Ansonsten, auf der Geraden funktioniert es gut und auch bei kleineren Kurven. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es auf der Autobahn wahrscheinlich sehr gut funktioniert. Dafür ist es ja auch eigentlich gedacht. Landstraße ist nicht der beste Vergleich. Aber auf der Autobahn kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gut. Leute, die Sonnenblende, die lässt sich ausziehen. Das ist nicht Standard bei den Autos. Geil. Wie man sehen kann, habe ich den Akku jetzt runtergefahren. Und bei 7% hat er schon angezeigt, dass er nur noch 3 Kilometer Reichweite hat. Das heißt, er hat einen guten Puffer drin. Aber zum Schluss ging es auch etwas schneller. Also ich bin jetzt bei 4% schon. Aber die ganze Zeit hat er echt gut die Restreichweite gehalten. Also darauf kann man sich echt ganz gut verlassen. Und er hat auch die volle Leistung bis zum Schluss irgendwie gehabt. Jetzt bin ich auch echt mal gespannt, wie das Auto am HPC-Charger lädt. Ja. HPC-Charger ist eigentlich Blödsinn, weil das C steht ja schon für Charger. Egal. Wir starten das Ganze jetzt mal. Wir haben den Akku auf 4% runtergefahren. Weiter wollte ich jetzt nicht fahren, weil ich habe auch keine Reichweitenanzeige mehr bei dieser Prozentanzeige, weil es dann wirklich weit unten ist. Zum Aufladen des Corando eMotion habe ich jetzt hier eine NBW-Ladesäule ausgewählt. Man kann es zwar bei den Ionity etwas besser vom Display ablesen, allerdings geht das hier genauso gut jetzt mal. Gut, wir haben freigeschaltet und dann wollen wir mal einstecken. Also von der Position ist völlig okay, außer ich müsste jetzt auf der anderen Seite hier packen, dann wäre es vielleicht ein bisschen knapp. Sollte aber gehen. Gut. Dann gucken wir mal, wir sehen jetzt noch nicht viel hier. Der Ladezustand hat sich gerade auf 3% noch runtergearbeitet. Es klacken die Relais und... Und das Auto sagt mir, dass Charging gestartet ist. So, dann beobachten wir mal, wie die Ladeleistung sich jetzt entwickelt.
haben wir natürlich nur diese kleine Anzeige hier, aber die muss uns reichen, ne? 50 kW. Ja, 60 kW. Es geht ein bisschen träge hoch, aber interessanterweise haben sich die Prozente noch nicht verändert. Naja, sind schon bei 70 kW. Damit haben wir schon mal den Ioniq 4 Facelift getoppt. Ja, offenbar hat er sich die Zahl eingependelt bei 75 kW. Ja. Ja, aktuell 75 kW. 4%. Dann ist das offenbar die Ladegeschwindigkeit. Das ist jetzt nicht schlecht, auch nicht überragend. Not great, not terrible. Ich würde sagen, wir beobachten jetzt mal, wie lange wenigstens diese Kurve hält. Ich meine, wenn er die eine Weile hält, ist das ja gar nicht so schlecht. Und was ich vorhin gesagt hatte hier, schaut euch mal an, wie gemütlich das hier aussieht. Diese mega hohe Ladekante, die ist echt hoch, ne? Ja, sehr gut. Super. Da kann man schön chillen. So, wir haben jetzt hier immer noch 4%, obwohl wir schon seit fast 4 Minuten laden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es BMS noch nicht balanciert ist, weil ich bin der allererste, der mit diesem Fahrzeug CCS lädt. Leute, ich habe quasi dieses Auto jetzt wie sagt man denn dazu? Ja, es ist die Jungfernfahrt sozusagen, wenn man es mal aufs Schnellladen bezieht. Denn das Auto wurde noch nie an eine CCS-Ladesäule geladen und ich bin der Erste. Deswegen kann es auch sein, dass das BMS gerade noch ein bisschen, ja, querig ist. Okay, inzwischen haben wir auch 5%. Wir können ja mal gucken, wie es im Auto aussieht. Da sehen wir zum Beispiel jetzt im ausgeschalteten Zustand gar nichts. Und deswegen schalten wir ihn mal an. So, schalten wir an. Ist noch gar nichts passiert jetzt. Doch, ach, das fährt hoch. Okay. So, da zeigt er mir auch an, was hier Sache ist. Da zeigt er vor allem groß die Lademenge an und die Reichweite und die Prozente. Also eigentlich genau das, was man sehen möchte. Wie schnell lädt er? Wie viel Reichweite habe ich schon, wie viel Prozent habe ich und wie lang braucht er noch bis 80%. Ist klar, dass nach 80% er wahrscheinlich deutlich langsamer laden wird, aber wenn er diese Ladegeschwindigkeit jetzt relativ gut durchhält, bin ich guter Dinge, dass das was Anständiges ist. Und ich gehe wirklich davon aus, dass er die lange hält, diese Kurve. Natürlich will ich euch auch nicht den Motorraum oder Laderaum, wie es heißt, des Fahrzeugs vorenthalten. Hier könnt ihr sehen, es ist erstens mal super groß, zweitens ist diese Haube sauschwer und man könnte hier sogar problemlos noch mal einen Frunk unterbringen. Ihr seht, wie viel höher der Rest ist und wie tief das hier drin ist. Gut, klar, es ist eine Verbrennerbasis eigentlich. Das heißt, hier wäre noch was möglich. Gut, wir sind jetzt hier 25 Minuten am Laden und wie gesagt, wir haben mit 4% angefangen. Und er ist inzwischen schon bei ja, über 50%. Er hält die Ladekurve konstant mit 75 kW. Das sind schon 161 Kilometer. Also das ist echt besser als ich dachte. Also für das Auto hier richtig gut. So, nach 31 Minuten und 37 Kilowattstunden, 64% und 200 Kilometern ist er jetzt auf 67 Kilowatt runtergegangen. Also er hat ein bisschen reduziert. Es ist nicht viel. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Er nähert sich auch schon langsam seinen 80% und er muss ja irgendwie das in den 9 Minuten, die er noch berechnet, unterbringen. Gucken wir mal. Und was übrigens auch sehr schön ist, er zeigt im Fahrzeug dieselbe Ladegeschwindigkeit an wie an der Säule. Finde ich auch gut. Hat man nicht so große Differenzen wie bei manch anderen Fahrzeugen. Ach ja, und da geht er bei 69% nochmal hoch mit der Ladeleistung hier. Ein bisschen schon. Was? Ja, nur mal 1 kW mehr. Ja. 70%. Und er hält sich wacker.
Okay, eben bei 73% hat er einen Sprung nach unten gemacht, und zwar auf 41 kW. Und ja, ich vermute mal, so wird er jetzt in Richtung 80% sich hocharbeiten. Ja, 41 ist jetzt zwar schon deutlich weniger, großer Sprung, aber es ist immer noch eine anständige Ladeleistung. Wenn man jetzt mal bedenkt, man würde an einer 50er laden hier, wäre der Unterschied nicht besonders groß. Von 41 zu 48 oder was man da bekommt an der 50er. Also kann man das Auto auch bedenkenlos, ohne sehr, sehr viel Verlust, auch mal an der 50er laden. Da wird man wahrscheinlich mal 10 bis 15 Minuten länger laden, vermute ich mal. Das war jetzt im Kopf grob überschlagen. Wahrscheinlich müssen wir das mal ausrechnen. Ja, auf jeden Fall können wir mal so festhalten, dass man quasi in 40 Minuten 45 Kilowattstunden nachgeladen hat. Okay, wir sind bei 80% und das nach 42 Minuten. Ja, haben jetzt knapp 47 Kilowattstunden reingeladen und er lädt trotzdem mit 41 kW weiter. Die Frage ist, ob er noch reduziert oder nicht. Das wäre jetzt nochmal interessant herauszufinden. Aktuell gibt er noch Gas. So, wäre jetzt cool, wenn man irgendwo noch sehen könnte, wie lange es bis 100 dauert. Wahrscheinlich ist das gerade bedeckt, weil hier die Anzeige blinkt wegen den Türen. Ja, das kriege ich jetzt auch nicht weg. Naja, egal. Guck mal, wie lange diese Ladekurve noch hält. Okay, jetzt ist mir aufgefallen, jetzt ist er gerade auf 35 kW runtergegangen, jetzt bei 84%. Also jetzt wird er wahrscheinlich nach und nach immer mehr runtergehen. Aber das wäre immer noch eine Geschwindigkeit, die sich lohnen würde zu laden an einem Schnelllader. Je nachdem, wie eilig man es hat. Und hier bei 94% immer noch mit 24 kW laden, ist auch nicht schlecht. Ich bin am Ende angelangt meines Videos zum Corando E-Motion von Sanyong. Vielen Dank nochmal an das Autohaus K&B Fischer aus Sichenhausen, die mir das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben, damit ich hier ein Vorstellungsvideo machen kann. Ja, kommen wir zum Fazit. Der Corando E-Motion ist ein sehr, sehr interessantes und scheinbar auch gutes Fahrzeug. Natürlich kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich habe das Fahrzeug jetzt mehrere Stunden getestet, gefahren, angeschaut. Ich bin es die Tage schon einmal gefahren. Langzeiterfahrung, ja, wird es bei diesem Auto jetzt nicht geben, außer man vergleicht es mit dem Corando Verbrenner. Da gibt es vielleicht dann schon ein bisschen mehr. Aber was er zu bieten hat, jetzt hier im Verhältnis zum Preis, ist unschlagbar, würde ich fast sagen. Also klar, wir haben ja auch den iBase, der wirklich sehr günstig ist und auch viel Raum bietet. Wir haben hier aber auch nochmal einen ganz anderen Fahrzeugtyp irgendwie von der Art her. Ist auf jeden Fall ein tolles Fahrzeug. Sowohl die Form, der Platz, die Leistung, Verbrauch kann ich noch nicht so richtig sagen, als auch die Ladeleistung, hat mich bisher überzeugt. Also ich sage, das Auto wäre eine Kaufempfehlung, aber wie kann man eine Kaufempfehlung aussprechen, wenn man es selbst gerade erst ein paar Stunden getestet hat? Ich würde gerne mit dem Fahrzeug mehr testen, mehr fahren, mal vielleicht eine längere Strecke, um einen Verbrauch zu testen, wie es sich auf Langstrecke verhält und so weiter. Deswegen, ich hoffe, es interessiert euch genauso brennend, wie sich dieses Fahrzeug so schlägt. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und hier hat man wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Wir haben eine Anhängerkupplung mit ordentlich Anhängelast, 1,5 Tonnen. Wir haben einen Dachträger, also wir haben sogar eine Dachreling, wo wir den Träger schon befestigen können. Möglicherweise sogar Universalträger gibt es dafür. Dann haben wir eine Schnelllademöglichkeit mit 75 kW Spitzenleistung, die bis über 50% lädt mit dieser Geschwindigkeit. Und wir haben einen Akku mit 61,5 Kilowattstunden und damit auch gar nicht mal so klein. Ja, tolles Fahrzeug mit viel Stauraum und viel Platz innen drin. Ich bin echt angetan von dem Fahrzeug. Deswegen, ich werde demnächst noch mehr Videos darüber machen und auch das Ladevideo, das habe ich jetzt schon parallel dazu vorbereitet. Ich werde nochmal ein Verbrauchsvideo machen und vielleicht kommt noch mehr. Kritikpunkte, das dürfen wir nicht vergessen, sonst klingt es nicht realistisch. Natürlich gibt es auch ein paar Punkte, die mir nicht gefallen, dazu drehe ich gerade mal die Kamera. Ja, mein erster Kritikpunkt ist auf den ersten Blick natürlich sofort zu erkennen, aber auch leicht zu beheben, und zwar diese Felgen. Diese Standardfelgen passen einfach nicht zu so einem modernen, schicken Fahrzeug, wirklich. Also
Das ist ein furchtbar uraltes Aluminium. Ja, relativ geschlossen, ist nicht schlimm, aber die Form, das Design ist einfach altbacken, würde ich jetzt behaupten. Gefällt mir nicht, würde ich sofort ändern wollen, weil ansonsten das Fahrzeug doch sehr viel hermacht. Zweiter Kritikpunkt. Sobald ihr das Fahrzeug auf- oder zuschließt oder auch das Laden ansteckt, ertönt ja eine Melodie oder auch eine Stimme, dass das Laden gestartet ist und das nach außen hin, ein Außenlautsprecher. Und was gibt es Schöneres für die Nachbarn, wenn man morgens in sein Auto steigt und nicht den Verbrenner startet, sondern beim Aufschließen schon eine wunderschöne Melodie zur Begrüßung bekommt. Das Gleiche haben wir auch, wenn wir das Fahrzeug abschließen. Das Piepen war nicht geplant. Das war, glaube ich, wegen dem Schlüssel jetzt irgendwie, weil ich irgendwas gemacht habe. Ich finde, das ist nicht unbedingt nötig. Ne? Es ist nicht furchtbar, also die Klänge sind jetzt okay, aber wäre schön, wenn man das irgendwie ausschalten kann. Habe ich noch nicht herausgefunden, vielleicht geht das ja auch. Aber das ist so eine Spielerei, eigentlich so ein bisschen, ja, für die Chinesen eigentlich ein bisschen bekannt. Hier sind wir aber bei den Koreanern, da kennt man das so nicht. Naja, ist aber nicht so dramatisch. Größter und schwierigster Kritikpunkt, muss ich ehrlich sagen, ist für mich das Typ-2-Laden. Dass wir hier nur einphasig laden können, nicht die 11 kW ausnutzen können, die wir zu Hause uns gefördert geholt haben, sondern hier wirklich dann an einer 11 kW Box nur 3,6 kW laden oder halt eine 22er brauchen, wo wir dann wieder mit der Schieflast in Konflikt geraten. Das ist ja nicht zeitgemäß, sage ich mal. Das finde ich schade. Man kann zwar auch so damit leben, es gibt auch Alternativen wie den Juice Phaser oder so oder auch andere Geräte, aber ja, wäre schöner, wenn das anders gelöst wäre. Ja, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass hier diese Abdeckung so ein bisschen arg durchhängt. Das ist ein bisschen schade. Also lässt sich leicht beheben, indem man einfach sich einen Würfel quasi aus, was weiß ich, Kunststoffholz oder aus Bauschaum, aus diesem Polyurethan oder so, Styropor, zurechtschneidet, legt den hier rein. Dann hat man quasi die Sache ausgesteift. Dann ist das hier auch stabiler. Aber wenn man sich jetzt hier reinsetzen würde oder was richtig Schweres reinladen würde, dann wird das ein bisschen arg durchhängen und vielleicht auf Dauer auch krumm werden. Hier steht es halt drauf, maximal 60 Kilo, aber wenn ich jetzt die Leere hier drauf packe, weiß ich nicht, ob das dann trotzdem so geeignet ist. Deswegen, das hätte man auch ein bisschen stabiler machen können, aber kann man auch nachbessern selbst. Ansonsten finde ich, ist man mit dem Fahrzeug sehr gut bedient. Optik, also Farbe und Design will ich jetzt gar nicht so sehr kritisieren, weil das ist immer Geschmackssache, aber ja, mit den Felgen, das fand ich ziemlich offensichtlich, deswegen hat mir das nicht so gefallen. Ja, technisch hat mich sehr begeistert, wie das alles hier aussieht und demnach hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu dem Auto sagt, wie es euch gefällt und wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht auch wieder eins vom Corando. Euer Electric Dave. Ciao. Achtung Baum, zu spät. So. Wir fragen Leute auf der Straße, wie sie den neuen SsangYong Corando Emotion finden. Hallo, wie finden Sie den neuen SsangYong Corando Emotion? Ja, es ist ein schönes Fahrzeug. Hat mir jetzt sehr viel Spaß bereitet schon bei den ersten Blicken. Und ich denke mal, das wird auch noch besser werden, wenn ich den jetzt mal fahren darf. Kommen wir zu einem entscheidenden Park. Park, ja genau. Europa-Park. Ah, jetzt ist leer im Bild. Das ist ja die südkoreanische Version. Es gibt ja noch den Nordkoreando. Schön für die Außenaufnahmen hier. Sitzt Lea im Kofferraum. Was natürlich auch cool ist, wir haben hier eine Taste. Haben wir nicht. Es ist nur eine Lampe, keine Taste. Zu entscheidenden. Und jetzt kommen wir zu entscheidenden. Ich kann das Wort jetzt aussprechen. Uhu. Wie schön. Diese drei Ausstattungsvarianten sind sehr unterschiedlich, habe ich gehört. Diese drei beiden Ausstattungsvarianten sind sehr unterschiedlich. Saugeil. Sehr gut, ich fange einfach nochmal an. Corando. Der Corando Emotion ist... Da kommt ein riesiger LKW. Was soll denn das? Da möchte ich nicht drauf. Ich war gerade voll drin. Was? Ja, warum habe ich den Koriander? Ich wollte wirklich Koriander sagen. Verdammt. Wenn ich zu Hause eine gute Pizza mache, dann gehört da drauf.
Oregano, Basilikum, Koriander. Der neue SsangYong Corando Emotion. 100% elektrisch, 100% Spaß. Also, kannst du auch noch die Rammstein-Version aufnehmen? Mir ist kalt, so kalt. Ni hao, xin xiao hao, xie xin xiao hao. So, kao an bea, fisch hao, kim bea ta hao. So, xi xin hao sen, SsangYong Corando Emotion. Mir ist kalt. Weißt du, was Corando heißt? Du nimmst ja noch auf, oder? Also, Corando, ich habe es extra gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, warum haben die so komische Namen, die Autos? Corando heißt Koreaner, also Koreans, can do. Koreaner können's. Nicht schlecht. Verrückt, oder? Kann man googeln, heißt tatsächlich so. Dumme Arigato, der Autohaus, der Kanebea, Fischer, GmbH, Sichenhausen, der SsangYong, Corando Emotion. SsangYong oder SsangYong, was war das? SsangYong. SsangYong. Ja. SsangYong. SsangYong Emotion, das war nicht richtig, denn ich wollte eigentlich den Corando sagen. Und eins wollte ich nochmal klarstellen, und zwar, die Reichweite bei einem Elektroauto ist völlig obsolet. Das ist unwichtig. Andere Faktoren geben euch die Reichweite vor. Für die Bereitstellung des Carrazza, die mir den SsangYong Emotion Corando, die mir den E-Corando, Corando Emotion, fuck, ich krieg's kotzen. Was machst du denn da? Komm, ich zeig dir, wie das geht, ey. Ist ja peinlich. Junge, Junge, Junge. Hier, halt das Ding fest. Dann steigst du ganz lässig aus und sagst, vielen Dank an das Autohaus K&B Fischer GmbH in Sichenhausen für den SsangYong Corando Emotion. Da, siehst du?